Im Naturhotel Forsthofgut bereitet sich das ÖSV Speed-Team auf die kommende Winter-WM-Saison 2017 vor. Neuigkeiten im Team gibt es bei den Trainern. Ja, im Team hat sich eigentlich insofern was verändert, dass wir einen neuen Konditionstrainer haben, der was auch sehr gut mit den Heimtrainern zusammenarbeitet, den Patrick Zuckerstetter, und den Franz Werner als Skitrainer noch dazu bekommen haben, der was auch durch seine Erfahrung wieder ein bisschen auffrischt. Routinier Klaus Kröll ist sehr angetan vom neuen Konditrainer. Wir haben einen Konditrainer, der Patrick. Und der geht da ein bisschen an den Wege wieder. Das ist immer sehr gut, weil da muss man so sehr unterschiedlich machen, das Koordinationstraining. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und der setzt auf folgende Reize in dieser Woche. Viel Koordination, viel Kraftausdauer natürlich, Übergangsphase in die Hypertrophie. Aber natürlich auch einmal Ausgleichssport, wie zum Beispiel Schwimmen oder genauso einfach Tennis spielen, wo es einfach sonst auch zu kurz kommt, sagen wir mal die Ausgleichssportarten, wo es man im regelmäßigen klassischen Training eigentlich nicht drinnen hat. Besonders wichtig für die ÖSV Speed-Mannschaft, es geht aufwärts bei den verletzten Max Franz und Georg Streitsberger. Ich kann eigentlich schon so gut wie alles machen. Es tut hier und da tut's halt noch ein bisschen weh. Zum Trainieren geht eigentlich alles einmal ganz gut soweit. Schauen wir, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit und der Saisonstart wird schon wieder passen. Da war ich einmal richtig 2 Monate so eingeschränkt, da habe ich gar nichts machen können und ich habe mich richtig gefreut aufs Krafttraining. Angetan über das 5-Sterne-Service vom Forsthofgut sind Hannes Reichelt und Romet Baumann. Also da im Forsthofgut, total ein schönes Haus. Also wenn du dazu erfährst, war schon sehr beeindruckend. Also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten da. Wellnessbereich, nach dem Training ein bisschen zum Entspannen. Mir gefällt es gut. Würde ich auf Urlaub auch herfahren. Das Forsthofgut, also ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal da. Wir haben da alles, was wir brauchen. Wir haben eine super Kraftkammer, wir haben einen Tennisplatz, wir können in dem riesen Gartenareal alles nutzen, also perfekt für einen Kondikurs. Und ja, jetzt werden wir nachher nochmal einen Wellnessbereich austesten. Sie haben einen 25 Meter Schwimmbahn, haben jetzt einmal eingebaut, Ausdauerschwimmen. Es ist zum Trainieren perfekt. Und den Wohlfühlfaktor in der Mannschaft, den genießt der Jüngste im Team, Frederik Berthold. Also der Wohlfühlfaktor in der Mannschaft selber ist richtig gut. Das Training ist sehr anstrengend, aber es macht auf jeden Fall Spaß, wieder mit der Gruppe gemeinsam unterwegs zu sein. Und ja, wir haben eine lässige Truppe. Ich habe einen Fixstartplatz in der kommenden Weltcup-Saison und freue mich schon richtig auf Skifahren auch wieder. Damit steht auch die Zielsetzung für die neue Saison. Und dann ganz klar, die WM wollen wir Medaillen machen. Das sind super schön in der Abfahrt. Und wie immer auch um eine Kugel mitfahren im Speed-Bereich.